Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Tomb Raider. Und wie ihr seht, wir sind noch bei diesem dämlichen Mistturm und da müssen wir jetzt hochklettern. Yippie-yay! Und danach. Okay, das ist so low. Wieso soll ich... Wenn ich da springe, komme ich doch nicht darüber. Ach, jetzt auf einmal kann ich rüberklettern. Das ist doch lustig. Das konnte ich nämlich letztes Mal nicht. Da, wo ich dann so blöd rumgekrabbelt bin die ganze Zeit bei diesem, wenn ihr euch noch erinnert. Einen Part, wo ich zu den Wölfen wollte. Okay. Los geht's. Scheiße. Da hatte ich nämlich genau das vor. Da wollte ich mich auch so rüberhangeln. Also so rüberkraxeln. Und dann ging, da ging das ums Frecken nicht. Bin dann erstmal eine Ewigkeit rumgegammelt. Oh mein Gott. Ich sehe schon kommen, dass ich jetzt wieder irgendwas drücken muss. Toll. Wie komme ich da dann wieder runter von dieser Scheißkacke? Das sagt mir wieder keiner. Ich springe. Oh ja, natürlich. Ich rutsche da runter. Ihr könnt mich doch mal abpunkten. Oh, wie toll. Oh, wie toll. Und hier sehen Sie das wundervolle Panorama von... Scheißkrähe-Kack. Von dem Turm, dessen... Ja. Leiter verrostet ist. Pia-yay. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich lebe noch, ja. Wenn ich da wieder runter muss, dann glaube ich, ich sitze... Lässig aus. Oh Scheiße, ich bin ja noch nicht... Oh nein! Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Wie soll ich das... Bin ich... Ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Ich könnte das sowas von nicht. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh fuck! Ich kann es nicht mal wieder erwähnen. Und wie soll ich da wieder runterkommen, bitte? Ohne zu sterben? Hallo, ich habe ein Funkgerät. Chippy, chappy, Alex? Chippy, Lara. Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Ja, ihr könntet das nächste Mal hier hochkraxeln. Da muss ich's nicht machen. Sender anstellen. Links oder rechts bewegen? Meine Maus oder was? Lara? Mayday! Mayday!
Okay, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Warten, komm. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ein visuelles... Ja. Lara Croft, du bist meine Heldin. Wie komme ich da jetzt wieder runter? Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja, toll. Wir könnten noch mal die Ruine abfackeln. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Ah, es ist wenigstens von alleine da wieder runterge... Oh mein Gott! Natürlich, ich gehe jetzt da nach Timbuktu. Oh mein Gott! Ich gehe... Oh mein... So kommt man definitiv runter. Ja, das kann man sagen. Du könntest mich sowas von am Arsch lecken. In, real life. Muss ich ehrlich mal sagen. Nicht tot. Sind da noch mehr von diesen Arschgesichtern rein, zufällig? Momentan sehe ich keinen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ah, das sind Benzintanks, oder? Die können wir in die Luft sprengen. Aber was? Wie dieser geisteskranke Typ hier. Dieser Matthias. Treibstofftanks. Jo. Dann machen wir jetzt mal auf hier, lassen das auslaufen und wenn wir Glück haben. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Ja. Draufpinkeln. Bäh. Das wohl nicht tun. Ah, ich weiß. Ich hab doch eine Gnade. Gegenballer? Sollte das nicht funktionieren? Okay, okay, in den Film funktioniert das immer, okay? Bla 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 bla. Ich weiß schon. Shida guckt nicht so viel Actionfilme, das bekommt ihr nicht. Bla bliblu. Deine Logik lässt danach. Gut, dann so mal Streichhölzer. Oder so. Was? Ups, das wollte ich nicht. Wenn ich ein Streichhölzer wäre, wo würde ich mich verstecken? Moment. Das kann ich gleich mal. Ah. Ja, ich kann natürlich auch mit meiner komischen Keule Feuer machen. Mit einem Knochen. So sollte es gehen. Hätten eh gedrückt und Fackel, bla bla. Das Gefühl, mir lauert hier irgendjemand auf. Das ist immer so eine Sache. Wie komme ich dann hier raus, wenn ich das in die Luft springe? Lada? Darüber hast du dir noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß schon. Bitteschön, Brutzel. Was? Brutzel. Wenn das mal kein Signal herbringt, dann weiß ich auch nicht. Da ist es. Da stürzt es bestimmt auch ab, oder? Scheiß Flugzeug. Da, jetzt kommt schon wieder der scheiß Sturm. Ich sag doch, die haben irgendein Artefakt oder eine Maschine, um das Wetter zu beeinflussen. Fuck, nein! Du kommst jetzt bitte nicht daher gestürzt, wo ich... Nein! So genau wollte ich dich jetzt auch nicht auf der Dame aus dem Flugzeug, Joe. Oh, scheiße. Oh, scheiße! Oh, fuck. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh fuck, oh fuck, oh scheiße, ich seh nix. Ah! Nein, nein, nein! Du da kackst. Oh, wow, 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 wow. Eieieiei. Ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Dreck auf du! Dreck auf du! Oh scheiße. Oh scheiße.
Oh Scheiße, kann ich schießen? Ich sehe nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Au, 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 Entschuldigung, Lara. Au, 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 au. Ah. Oh, oh, oh. Weg! Ah, fuck off! Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich habe mir sämtliche Knochen gebrochen und ich bin total wieder mal zugesplattert, nachdem mich der Regen sauber gewaschen hat. Und ich habe, wer weiß wie viele Knochenbrüche, aber ich lebe noch. Hallo. Aua. Hilfe! Hilfe? Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ja. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Hm? Natürlich muss ich zu dem Piloten. Was ist? Schwingen Sie an. Wow, fuck! Oh. Oh, fuck! Oh, oh Scheiße! Ich werde so sterben! Das ist so toll! Ich hab wohl das blöde Kack-Mist-Ding schon wieder und alles stürzt zusammen. Oh, WTF! Oh, WTF! Oh, WTF! Ah! WTF! WTF! Ich stütze ab! Au! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ah! Oh oh! Oh WTF! Oh WTF! Oh mein Gott! Ich krieg die Krise! Ja, mir geht's toll! Ich fühle mich super! Alles ist easy! Oh WTF! Dieser scheiß Flugkapitän kriegt von mir sowas von einem in den Arsch gedreht! Ah! Nein! Nein, nicht erschießen! Lass den Captain in Ruhe! Achso, der Captain. Nein! Nein! Oh, du kleiner Hu! Oh, fu! Oh, fa, fi, fi, fu, fi, fa, fi, fi, ki, fuck! Das ist toll. Das ist toll. Komm, mach mal einen Fehler. Ah, Mami, 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 Mami! Das ist super. Ich laufe mit dir einfach ein bisschen im Kreis. Das ist gar kein Thema. Das kann ich schon aus Dragon Age. Die machen das auch immer so mit dem Daddy Joe. Weißt du, da muss man dann um die Säule laufen, warten, bis die HP sich recovert oder das Skill. Du hast die Kette erschossen! Nachdem ich mir fast alle Glieder gebrochen habe, um ihn zu finden, du blöder Scheiß-Kuh-Kopf, Joe, Mist-Ko, ah, Pipi, Pupi, Papa, Chaka-Pum, oh nein. Das ist super. Das ist super. Das ist wirklich, 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 wirklich toll. Was höre ich denn da? Gibt da noch jemand? Ich höre doch da was. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel. Dein Flugzeug abstürzen lässt, das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ich noch nicht. Ja, und jetzt sind sie tot. Das finde ich voll für den Arsch. Moment, was ist das? So, jetzt kann ich den Dreck ins Gesicht schmeißen. Umschalt zum Ausweichen F, um Feinden Dreck ins Gesicht zu schmeißen. Also die Freude bei Arschgesichter. Reit das. Ich wollte ja noch gucken, ob ich meine Waffe aufwerten kann. Mann, der arme Typ. Er ist so tot. Ich konnte nichts machen. Das ist so voll für den Arsch.
Oh ja, erhöht das Nachladetempo. Das brauche ich auf jeden Fall. Das war ja vorher voll für den Arsch. Kann ich wieder nicht, weil es gesperrt ist. Ah! Jetzt! So. Macht euch gefasst, ihr Sackgesichter. Ich kann jetzt die maximale Munition mitnehmen. Misuse. Der Typ ist jetzt tot. Super. Lara! Was zum Teufel ja, ist passiert? Dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Mal von das blöde Walkie-Talkie in der Hand zu halten. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier gleich wieder angerupst werden. Was ist das schon wieder? Ich habe irgendwelchen Kack gemacht. Mann, das ist doch deprimierend. Bin vorbereitet, weil es da der Messias ist oder so. Warum ist die komische Kamera anscheinend so dumm? Nein! Ich bin in einer fucking Fickifuck! Ja super, von Kopf aus, das ist doch wohl für den Arsch. Reicht's. Langsam reicht's. Was ist das jetzt schon wieder? Scheiß. MacGyver! Mittlere Maske. Ah, lol! Cool. Einen Weg nach oben geben. Mein Bruder kann mich mal am Arsch lecken. Au, ich bin voll kopfüber rumgehangen, ey. Das war voll eklig. Was ist das für Scheiße? Ah, okay. Weg nach oben geben. Bla. Komm ich darüber, ohne dass ich abstürze? Ich bin jetzt einfach mal. Geronimo! Da war jetzt nichts drin, oder was? Ich kann mich mal am Arsch legen. Hui! Hoch mit mir. Autsch. So, okay, also. Ich muss da hoch. Das heißt, wir haben gesagt, mittlere Maustaste. So, das wird erstmal hier gerade hoch. Und dann drücken Sie beim ausgerüsteten Bogen mittlere Maustaste. Funktioniert wieder super, ich sehe. Ah, okay. Kackvögel.
schwindelig. Von der Kameraeinstellung muss ich da rüber. Eigentlich anscheinend nicht, aber wurscht. Wir nehmen alles mit, was geht. Das kann ich nicht mehr, oder was? Ich bin voll. Okay. Cool. Ups. Denken Sie eh. Also, ja, das brauche ich. Ah, I see. Oh, Scheiße. Damit Pfeile? Ja. Interessant, dass ich jedes Mal einen Pfeil verkaufe und sowas. Wieder hoch. Gibt es ja auch irgendwas zum Einhaken. Sieht nicht so aus. Dann könnte ich vielleicht hochspringen. Was? Das ist zu hoch für mich? Was an der Scheiß? Rupf die Tür auf. Gibt's aber auch keine Stelle, wo ich das anbinden könnte. Wie soll ich denn da hochkommen? Naja, okay. Ich bin wahrscheinlich einfach gerade nur blind und sehe das nicht. Oder... Die ist falsch. Das ist mir zu weit. Ich will weiter. Oh, hier regt mich auf. Muss ich mich so erschrecken mit einer blöden Hackfackel. Ich kann schon wieder keine Waffe auswählen. Das gefällt mir nicht. Wai, Ficky Fuck! Au. Okay. Hey, Captain! Ich habe ein Video gesehen, dass du mit einer Frau rumgemacht, übrigens. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday! Hier kommt die Lutesse von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich! Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte! Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst... Vielleicht doch! Retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen.
Yeah, chaka boom, chaka bam, bam, boing. Ich muss da runter zu dem blöden Affen, der da oben an der scheiß Feuerkacke sitzt. Beobachtet man das da oben, ne? Supi. Mitten im Kultistenzentrum. Yippie! Erstmal gucken. Kennen wir die Fähigkeit schon wieder? Nein. Außer das Dumm. Ja. Ich habe anscheinend alles schon hier bei dem Pfeil und Bogen zumindest schon mal aufgewertet. Das ist schon mal gut. Nicht genug Material. Du mich auch. Das ist schon verstärkt. Oh ja, Größe des Magazins. Tut sich immer gut. Das wäre ich ohne meine Pistole. So. Alles, was irgendwie abgegradet werden kann mit Mats, mache ich. Damit das ja schön hier immer schön Damage gibt. Immer schön aufs Maul. Oh, sind da unten schon irgendwelche Kacknüsse unterwegs? Sieht man noch nicht. Da drin ist auf jeden Fall der Typi. Aber wie komme ich da hin? Meine ja nur, aber... Du Kraxler. Oh, Fick-Fack. Moment. Fall und Bogen ausrüsten. Dann zählen und... Klick. Schwupps, rein mit dem Ding und... Olle! Wie komme ich da wieder hoch? Bitte ist sauber. Oben finden wir niemanden. Shit. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ne? Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Das leckt gerade wie Scheiß. Ja, ich fange gleich damit an. Zeitverschwendung. Jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Ich habe wieder was gefunden. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich cool. Für das Zerreiben von Heilkräutern. Das könnte ich ja vielleicht sogar benutzen. Falls ich irgendwas benutzen darf, aber nicht. Ist der andere Typ da runtergefallen zufällig, den ich da noch erschossen habe? Oh, puh. Wie das Flugzeug da reingedonnert ist. Dass denen der blaue Rauch da hinten nicht aufgefallen ist. Die sind schon ein bisschen bescheuert. Ich sag's nicht. Tut mir leid, du bist mein Abendessen. Auch wenn ich irgendwie nur ein Stückchen von dir mitnehme. Ah, jetzt kann ich selber Feuer machen. Yippie! Ich habe Feuer gemacht. Hi Hasis. Wo ist jetzt die dumme Statue?
legendäre Statue. Lampen und Fackeln. Was ist das überhaupt für ein Scheiß? Ah! Ui! Ah! So, und dann liegt die Kiste da noch ganz unten und ich. Ja. Au! Das wollte ich eigentlich nicht. Meinen Bogen verbessern. Was war da gerade? Geh zum Untersuchen. Okay. Man rennt einfach nur irgendwo drüber versehentlich und entdeckt Sachen. Ich kann meinen Bogen wieder verbessern. Jetzt brauche ich noch ein Lagerfeuer. Dann irgendwann. Jetzt weiß ich wenigstens, wofür ich diese komischen Kackschüsseln benutzen kann. Da ist das Signal. Oh Lara, das wird nicht lustig. Doch nie hin. Ah. Vielleicht sollte ich auch erstmal klein anfangen. Jetzt muss ich da daneben stehen oder was, wer sonst nicht checkt. Ach, das ist doch ein Arsch. Ja, hallo, ich hätte das alles auch mehr über den Dienst hier gespannt. Hätte kein Problem damit gehabt. Nicht. Lada vielleicht schon, aber. Hallo. Der ist bestimmt schon tot. Bei meinem Glück. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der da. Komm schon, wir müssen zurück. Pisst der da? Der pisst! Ist ja widerlich. Okay, gehen wir. Sag mal, was machst du als erstes, wenn wir von hier wegkommen? Was gutes Essen? Scheiße. Ja. Was wird's denn sein? Was haben wir hier gemacht? Haben sich gerade in den Selbstmord gestürzt. Wenn sie sonst keine Hobbys haben. Haben sie anscheinend nicht so ganz entdeckt, dass man da nicht lang kann, was? Upsi, ups. War wohl plötzlich der Weg weg. Haha. Scheiße gelaufen, mysteriös. Achso, das ist eine Kacki-Kiste. Also, für den Fall, dass ihr euch wundert, dass ich nicht immer alles loote, ich habe ehrlich gesagt beim LP nicht so das Verlangen. Dass ich alles gute, was geht. Geheimes Grab habe ich jetzt hier. Ah, verflucht. Ich will eigentlich weitermachen und will aber auch wissen, was in dem Grab da drin ist. Naja, ich würde mal sagen, das ist etwas für den nächsten Part. Was uns dann hier so erwartet, sehen wir dann, wie gesagt, im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.